Recht herzlich willkommen zur 112. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben hier unsere Rakete stehen und wir müssen jetzt den Kerbal holen. Wir müssen mal gerade rüber switchen. Also, das geht jetzt gar nicht so, ne, oder? Warte mal, ich muss mal da rüber gucken. 1,3 Kilometer. Wo ist er? Da ist er. Was ist das? Ja, das war's hier gerade. Oh, das ist natürlich jetzt schwierig zu finden, ja. Wo ist er denn? Komme ich jetzt nicht so weit rüber gescrollt? Da ist es. Jetzt müsste ich hier gucken, dass ich da dran komme, ne? Target Moon Rescue. No Target, Target Moon Rescue. Aber ich komme nicht näher dran, ne, oder? Ah, der. Ah, jetzt geht's aber. Jetzt muss ich nur irgendwie schauen, dass ich den Eva Bob Kerman. Ja, jetzt hat's geklappt. So. Jetzt muss er nur. Let's go. Sehen gerade nicht, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Oh. Oder ist er vor mir, das da? Ah, hier ist er, okay. Ich dachte, wir wären jetzt an dem Schiff. Gut, let's go. Space. Da steht er. Das sehe ich natürlich nicht. So, ist das da hinten unsere. Ja, das da hinten ist unser Ziel. Gut, das bedeutet. Irgendwie ist das mit der Optik gerade doof, ne? Kriege ich das auch ein bisschen anders hin, dass ich mich diesen doofen. Sag schon. Planetenfehler da habe. So. Jetzt müsste ich eigentlich fliegen, ne? Wie war das mit dem Fliegen? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt hoch, ne? Aber da müssen wir auch aufpassen, dass der nicht dabei drauf geht, ne? Fliegen will gelernt sein, oder wie war das? Stopp. Okay, ich glaube, jetzt kriege ich das schon raus. So, versuchen wir da mal hinzukommen. Sieht ganz gut aus, was ich da gerade mache. Oder auch nicht. Weiß nicht warum, aber er wird jetzt gerade immer schneller. Ich mach's aber nicht. Ist irgendwie der Sprit alle. Ich weiß gar nicht, ob der Sprit drin ist. Der arme kleine Kerl, ey. Jetzt hat er wahrscheinlich schon die Nase voll, ne? Okay. Es sind aber nur noch 300 Meter, die wir jetzt überbrücken müssen. Fliegt er denn noch? Der fliegt noch. Okay. Jetzt ist irgendwie wieder was komisch. Irgendwie, wenn der Schnitt da vom Planeten kommt, dann passt irgendwas mit der Steuerung nicht mehr. Okay, aber ist halt so.
Okay. Na, dann lauf mal gerade. Jetzt sieht alles gut aus und wenn ich höher komme, dann wird er irgendwann langsamer und dann haben wir das Problem. Und dann kann ich ihn mit mal nicht mehr steuern. Ist wahrscheinlich irgendwie ein Bug oder sowas, aber da ist auf jeden Fall unsere Rakete. Wir sind auf dem besten Weg. So. Jetzt ist es wieder passiert. Ich weiß nicht warum, ich habe nur Steuerung zurückgemacht eigentlich. Naja. So kommt man auch ans Ziel, ne? So, jetzt läuft er nämlich rückwärts, jetzt läuft er vorwärts. Gut, aber wir sind da, wo wir hinwollen erstmal. Das passt soweit. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir oben anpacken können, ne? Wo ist der Eingang? Gute Frage. Wir sind schon ziemlich nah dran, ne? War nicht Q und E drehen? Wohl nicht. Naja. So. Jetzt die Frage, wo ist der Einstieg? Ey, ich habe nichts gemacht, dass die jetzt umkippt. Hammer, oder? Krass, die kippt mir jetzt gleich um und ich habe nichts gemacht. Ich glaube, da oben ist die Luke, ne? Ja. Wo kann ich denn von hier das Thermometer ansteuern? Wahrscheinlich nicht, ne? So, jetzt mal da oben hingehen, ne? Ich hänge irgendwie fest. Ich weiß nicht, wie weit ich weg bin. Das ist etwas schwierig zu sehen. Ja. Gestaltet sich schon wieder schwer da oben rein, ne? Gut. Vielleicht kann ich so steuern. So höher, höher, höher. Oh, da war Grab. Also, dass die Rakete da jetzt so wackelt, ne, finde ich schon Hammer. So, näher ran müssen wir erstmal wieder. Ja, ich muss erst wieder eine Pause machen. Jetzt läuft er nämlich irgendwo wieder hin. Das ist auch so ein bisschen mit der Steuerung jetzt gerade schlecht. Kann leider nicht drehen. Drehen geht wohl nur so, dass ich hier so...
Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ja, Ansicht ist komisch zu machen jetzt. Nee. Ich glaube, so müssten wir jetzt hoch. Shit, da war das wieder. Gerade wieder seitenverkehrt, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, da oben hoch ist schon ein Unterfangen, ne? Jetzt passt es gerade mit der Richtung, glaube ich. Ich hab's angepackt. Gut, Glück gehabt, ne? Gut, jetzt können wir mal gerade gucken, ob wir hier irgendwas finden. Und das Thermometer ist da. Irgendwo, da ist es. Lock Temperature. Jetzt nur die Frage, ob wir im richtigen Bereich noch sind. Keep Experiment. Das war jetzt aber nicht in diesem Bereich, okay. Aber wenn wir schon hier sind, Lock Pressure Data, Keep Experiment, ich weiß nicht, das wird aber hier drin gespeichert, ne? So war das, glaube ich, was der Dralo mir sagte. Danke mal nochmal für die vielen Tipps, ne? Dann machen wir das auch noch, weil das geht auch noch. Jetzt ist nur die Frage, wo kommen wir hier rein? Ich glaube, wir sind an der falschen Stelle, kann das sein? Ja, wir sind an der falschen Stelle. Hier ist der Einstieg. Aber F ist Climb. Gut. Climbt er auch? Nein, er climbt nicht mehr. Okay. Jetzt läuft er leider nicht. Nee, ich habe auch die falsche Taste. Jetzt müssten wir nochmal hochkommen. Jetzt ist die Steuerung interessanterweise anders. Hat er nur bestimmten... ich hatte keine Düsen an. So, hier rüber. Shit, ich hab's gerade wieder verbaselt. Ja, es sind halt mehrere Stellen gleichzeitig steuern, ne? Das gestaltet sich schwer. Am Boden ist man immer am besten unterwegs, ne? Na, jetzt steuert er mir aber irgendwo wieder hin, wo ich gar nicht hin will. Ja, gut. Auf ein neues. Wieder hinlaufen. Also wenn er läuft, läuft er ja anders, wie wenn er fliegt, ne? Das ist das Problem. Climb, geht F, kann er da climb?
So, jetzt auf ein neues, nochmal hoch. Ja, wieder an. Kriege ich es diesmal hin? Jetzt habe ich wieder die falsche Taste erwischt. Es ist einfach zu schwierig. Schwupp ist er wieder aufgestanden und wir gehen wieder vor. Ich möchte auch die F-Taste jetzt gerne in der Hand halten, einfach aus dem Grunde. Weil ich möchte ganz gerne da hoch, ne? Jetzt fliegt er aber irgendwie nicht. Jetzt geht nichts mehr. Ist das irgendwo zu sehen, ob da irgendwie der Tank leer ist? Eva, ja, so sieht's aus. Jetzt haben wir es geschafft, alles klar. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist er alle. So. Jetzt kommen wir dann leider nicht mehr hoch. Ja, er könnte. Nee, er kann es nicht. Was machen wir da? Gute Frage, ne? Wenn Eva leer ist, dann war es das auch. Gut. Target. Ne, Target will ich nicht. Muss nicht klappen jetzt. Da. Eigentlich muss es doch. Ah, da geht's. Empty. Irgendwie konnte man umschalten. Ich weiß aber nicht mehr wie. Eigentlich geht es auf der Tür klicken und dann geht man da rein. Aber das macht er jetzt auch leider nicht mehr. Wahrscheinlich geht das nicht, wenn man den kleinen Mann hier ausgewählt hat. Dann würde ich sagen, müssen wir das mal so machen, dass wir jetzt hier Switch to. Oh, jetzt haben wir hier ein kaputtes Bein. Auch schön. Wie weit ist denn die Landestelle dann weg? Switch to. Jetzt haben wir das. Kriege ich auch mal das Debris. Ich hätte gerne jetzt nicht Kerbin Bob, sondern ich hätte gerne die Rakete ausgewählt. Das ist woanders. Wo ist denn die andere Rakete jetzt, bitteschön? Landet, ja. Das ist nicht das Teil, was ich jetzt haben möchte.
das jetzt das? Nee. Ja. Switch to. Das ist der Bein, das Bein. Super. Da ist das. Aber da ist irgendwo noch. Schade. Switch to. Ich hab's. Ist das jetzt die Rakete? Oder ist es der kleine Mann? Nee, ist der kleine Mann. Ich wollte jetzt nicht das Target. Ich möchte jetzt diese Rakete fliegen. Das ist das Problem. Kann ich aber nicht, weil ich nicht auswählen kann. Okay, bedeutet über Space Center muss ich da jetzt dran. Da ist er. Ausgewählt. So, jetzt machen wir was ganz Fatales. Jetzt schmeißen wir die um. Geht das? Ja, geht. Explodieren wird die nicht, oder? Oh, die federt sowas von zurück. Du glaubst es doch nicht, oder? Echt interessant. Bumm. So. Einmal an sich drehen. Wo ist die Klappe? Da. So. Bob macht das jetzt. Jetzt muss ich Bob wieder auswählen. Switch to. Und jetzt gucken, ob wir da hochkommen. Wo ist Bob? Bob, komm mal rüber. Ne, ich glaube, Bob, die andere Seite ist die richtige, ne? Du wirst es wissen. Da oben sind die Griffe. Ob wir da dran kommen? Bob, komm, mach mal. Die Ansicht ist jetzt gerade äußerst schlecht, ne? So, jetzt geht's besser. Bob nicht umschmeißen. Hammer, oder? Da ist ein F zu sehen. Hey Bob, cool. Schaffst du da jetzt auch noch rein, Bob? Board. Gut. Jetzt sind wir da drin, ne? Und jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hochkommen. Das ist jetzt die Frage, ne? Geht das überhaupt? Lock Temperature? Wir sind auf jeden Fall nicht in dem Bereich, ne? Cancel. Wenn wir jetzt starten würden, wird das klappen. Wir müssen die Beine erstmal einziehen. Und ein bisschen Schub geben. Geht das, ist die Frage. Warte mal. Wenn sich das so bewegt, ne? Wo müssen wir hin?
Wo ist das Ziel? Wir sind da. Da ist die Bruchstelle. Da der Bruch ist und wir sind da, dann müssen wir jetzt hinter uns. Also wir müssen uns drehen. Das würde bedeuten... Bringen wir das irgendwie hoch? Ich glaube nicht, ne? Oder? Oh, das war nicht gut. Jetzt ist Triebwerk ab. Jetzt müssen wir eine Rettungsaktion starten. Also, wir müssen hier hin, müssen ihn abholen. Triebwerk ist kaputt gegangen dabei. Die Sache ist also auch erledigt. Gut, dann vertane Zeit im Endeffekt. Aber Versuch war es wert, ne? Man muss das ja mal testen. So, können wir denn noch was? Ich glaube, da können wir auch nichts mehr mitmachen, ne? Oder? Ja, können wir noch keepen oder sowas? Keine Ahnung. Oder senden. Reset Go Kanister, ja. Und dann nochmal, oder? Und dann senden wir das mal. Transmit Data. Geht. Das sind jetzt vielleicht alles Sachen, die wir senden sollten, ne, oder? Runter kommen wir sowieso nicht mehr mit, die Punkte kriegen wir unten nicht, würde ich sagen. Also die können wir nicht mehr mitnehmen, dann können wir sie jetzt auch senden und haben sie wenigstens ein paar Punkte. Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge dann eine neue Rakete hier wieder hin und wollen dann hoffen, dass wir das dann passend hinkriegen, dass wir hier das Ziel diesmal passend erreichen, den kleinen Mann dann da richtig rauskriegen. Und in die andere Rakete kriegen. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.